jetzt, wenn ich mich gerade habe. Also, du bist gar nicht eingetragen. Sorry, ja. Ich glaube, ich hab's vorhin vergessen. Ja, okay, wartet, einer hat sich eingetragen. Sollen wir spielen oder nicht? Nein, nicht spielen. Alle nach Hause. Ja, wir warten, wir verzögern seit Menschen lange wirklich. Ja, sorry. Alles nur um Zeit zu kommen, zu brauchen. Matches, was schon, also Top C gegen Bob Target oder Office gegen Third wird. Hoffen Sie bitte rein. Also die kriegen ein Match vorher. Und einer, der jetzt einen Bye hatte, muss einmal mehr spielen, glaube ich. Wo Iffy hin muss. Sorry. Ich guck grad, wo Iffy hin ist. Wo ist der jetzt? Hä? Ich war jetzt zu 14. Ja, nee. Der war gerade noch hier irgendwo. Es kommt um 8, deswegen Steinmatch ziehen wir als letztes und Arthur kommt gleich. Weil die haben beide sowieso ein Bias. Also ich muss jetzt halt gucken, wie wenn Iffy jetzt da reinkommt, nicht irgendwie auf Matches gespielt werden, letztes Turnier schon gespielt werden. Weil es halt alles so die Zeitschaltung extrem am Arsch ist. Ja, also ich muss auch nicht mitspielen. Ja, ich sehe jetzt sowieso schon zu spielen. Ist schon gut. Okay. Und wieder bringen. Ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Wo bin ich geseedet? Ja, das ist die Frage. Bisher kann ich es nämlich noch nicht machen. Also, ja. Ja, so ergebnismäßig hinter der Top Seed Buff Target. Ja. Hinter Buff Target. Ja, das wer ist dann, wer ist dahinter? Das Problem ist dann, ich würde wahrscheinlich wieder Rufus ragen, aber das muss ich auf mich nehmen. Rufus hat genug geraged. Ich meine, er hat so drauf, dass er halt gegen mich spielen musste, aber ich habe halt Marv Fox gespielt. Das war halt ziemlich knapp. Ja. Nee, pack mich hinter ihn und hinter... Nee. Das bessere Result ist, ja. Eigentlich könnte ich dich auch über... Ja, eigentlich schon. Machen wir so. Meine Results können so. Ja, du hast sogar besser als Buff Target gespielt. Hast sogar besser als Rian gespielt eigentlich. Also Buff Target hat letztens Third geschlagen und Third hat mich geschlagen. Nicht, dass das so viel bedeutet, aber... Ja, Buff Target war jetzt schon... Ich würde mich da drunter placen, weil Buff Target ist echt oft da. Ich habe es nicht verdient, über ihn gerankt zu sein. Warum ist das so? Oh, jetzt ich habe sie jetzt im Moment halt auch nur wegen Legacy. Jetzt bin ich wieder auf 23. Ja, ich glaube, das wird das Turnier nicht entscheiden. Buff Target. Ja. Man ist ja noch nicht, treffen uns eh im Grand Finals. Also, wie wir es machen, ist jetzt auch egal. Ja, die Route. Hier, Like Delicious, wie ist das? Like Delicious, spielt der mit? Ja, ja. Wieso? Fappen, oder was? Ja, ich hab's. Oh, ich rieche ein Upset. Ich rieche Angstschweiß. Was machst du mit deinem Händen? Du musst schon, egal, ich bin jetzt bitte hoffentlich wird das nicht zerschossen. Das ist auch so auf zwei Seiten offen. Na, solange die anderen nicht updaten, das ist jetzt mal kein Problem. Fuck, fuck.
ätzend, weil... Ich habe meinen Laptop dabei, sollten wir den nehmen. Wir haben jetzt die Software nicht. So müssen wir vielleicht mal wirklich mit der Community einfach 200 Euro in die Hand nehmen und wir haben ja das Geld eigentlich. Das ist so ein Kack, weil es ist wirklich... Das ist brutal, scheiße, ja. Ich weiß nicht, ob es am Internet liegt, aber es liegt, glaube ich, schon. Es ist der Rechner. Es ist auf jeden Fall der Rechner. Ich meine, schau seine Form an. Ich glaube, der i5, ewig alt. Tab 7 auf Tag ist immer noch. Wo ist jetzt Iffy? Ich bin da bei Speckröllchen. Speckröllchen! Wo ist Office? Wo ist Office? Ich will nicht das Office Rage. Ja, doch nicht im Office. Ich weiß ja nicht, kann ich ihm das zumuten? Das ist einer von der anderen. Dann schon Rain um. Ja, deswegen fallen mich alle. Hat er häufig gegen Sean Wayne gespielt? Weißt du das zufällig? Ja. Ich weiß nicht, was er macht. Ich meine. Sean Wayne. Das ist halt so ein Mix. Okay, Leute, jetzt geht's wirklich los, wenn jetzt nicht noch jemand fehlt, ja, also sorry. Also, Fluxmob gegen Subo, Tafsi gegen Moff Target, on stream, das kann bleiben. Juggle gegen Jesse, Nike gegen Honolulu, D-Rage gegen Dortimus, Iffy gegen Speckröllchen, Bad Mobile gegen Soyboy, Office gegen Pixelbruder, der Rest hat ein Bein. Thank you.
grow a mustache for prostate cancer. Which I'm sure I'm never gonna get. Ist ausgegangen bei euch? Ausgegangen? Dann spielst du jetzt gegen Banane. Ey, Banane, lass mal, lass mal uns Spiel spielen. Warum ist dein Name übrigens falsch bei Smash GG? Das ist, mein Tag ist jetzt Drago. Achso, was war? Das Spiel sofort gegen ihn. Er sollte in 10 Minuten spätestens da. You gotta play. Yeah.
spielt gerade niemand am Stream. Ey, wo ist es? Banane! Third Diffy, komm. Third Diffy, Deutsch. Oh, shit. Juggle! 2-1. Dann ging Sam jetzt. Thank you.
Achso, ja gut, dann kannst du einfach. Seine Mains, sein, also Schieb. Juggle gegen Speckröllchen. Und Tufts gegen Soyboy. Und du gegen Jojo, ja. Und Likey gegen Dortimus. Jojo gegen Tufts. Ja,
letztes Mal, aber erst gewonnen. So ein Scheiß. Oh naja, so ist das. So ist das im Leben. Das ist nicht das erste Mal, das war gegen mich gewonnen seit längerer Zeit irgendwie. Nee, ich hab. Es steht jetzt, glaube ich, 3-1. Ich glaube, er hat das letzte geholt. Du spielst jetzt gegen den Verlierer von Showman Opus. Gegen Opus oder Sam oder was? Ja, den Verlierer. Durch die Bracket-Struktur ist es richtig scheiße, weil so viele Matches nicht gespielt werden können. Du musst jetzt relativ lange warten. Oh ne, eigentlich nicht, aber danach musst du lange warten. Das steht schon fest, aber... Ja, ja. Weißt du was, dann gehe ich einfach eine rauchen und delay das Set ein bisschen. Ja. Weil dann ist es generell besser. Ja, es müsste eigentlich hier oben das Winner, das ist das Problem. Also hoffentlich spielt das K.O. Ja, ja, nee, aber weißt du, dann ist ja gar nicht vergessen, ob ich und Jorge direkt spielen oder nicht. Shit, fängt an. Banane! Du wartest ja noch. Du wartest auf den Verlierer von den beiden. Der spielt dann gegen Subo und der Gewinner davon spielt dann gegen dich. Ah ne, der Subo war noch T-Ball. So, also hier von Kollegen. Genau, der Gewinner von Subo gegen den Verlierer davon spielt dann gegen dich. Ja, ein bisschen Zeit, um rauszugehen.
Ja, genau. Na, wie sieht's aus? Geld, Junge. Elfter Seed, Gemeinheit. Wir können gerne darüber diskutieren, aber ich habe dich da angepackt, damit du nicht wieder nicht gegen dieselben Leute spielen. Ich beschwere mich ja nicht. Ja, das danke für den Gedanken. Ich meine, mich nervt es schon ein bisschen, wenn Leute, sag ich mal, du speziell meckerst, aber du hast ja auch irgendwo recht. Das ist halt kacke, wenn sich der Sealer sozusagen nicht verantworten muss. Deswegen ist es schon nicht schlecht, dass es jemanden gibt, der ab und zu mal meckert. Weil wegen dir habe ich mich jetzt gerade gegangen, ich habe nicht dich da angepackt, weil es nur das einzige Plausible war, wo du nicht schon wieder gegen Leute spielen musstest, gegen die letzten drei Turniere schon mal gespielt. Nice. Deswegen kommst du jetzt dahin, das heißt, du spielst auch gegen keinen Marvin. Gut. Wenn du gegen Geld verlierst, was also machst du den nächsten Win? Okay, Banane. Haben wir einen Stream? Ja, ist ja gar nicht auf dem Bildschirm. Naja, hier unten. Hier ist. Was da? Ach so. Ja, ist ein Unternehmen. Oh, eigentlich ist es schlauer, die Bracket hier zu haben und hier das Tool da. Marv Woodface. Lord Finesse hier. Du kannst ja mal updaten, wenn du Lust hast. Mach ich. Wenn du fertig bist, dann da oben klicken. Oh wow, diesmal. Ich wollte schon sagen, diesmal leckt gar nicht so sehr, aber es leckt immer noch ganz schön. Aber es war schon mal schlimmer. Wie lange brauchen die denn? Was war dein Tag? Was war dein Tag? Warst du Pixel oder? Okay. Also ich glaube, er ist ein Match gespielt. Du hast ja schon drei gespielt, ne? H noch nicht? Nee, zwei. Das H vielleicht so super leicht bei Ding. H ist anscheinend schon zweite Runde, deswegen. Ja, hier. Du hast vorher gegen Fluxmob ran müssen. So, ich komme hier gar nicht zum Update. Also, das ist jetzt. Döpker und Banane. Das war ein Zufall. Was geht denn hier? Der Computer ist so langsam, dass man nicht mal die Tags updaten kann, weil er mit dem Cursor nicht hinterherkommt. Da geht es so langsam gegen Smash EG. Nee, komm, so schlimm ist jetzt auch nicht. Schon ziemlich krass, die beiden zusammenkommen. Ja, es ist überhaupt die richtige Seite, ich hoffe es mal. Du guckst dir an. Es kommt nicht mit dem Buchstaben hinterher, weil der Cursor noch ein Buchstabe weiter hinten ist. Rick war, okay, das ist jetzt perfekt. Kein Comment, kann man irgendwo sonst Patches eintragen? Oder am Handy oder so? Ja, hier, aber ich muss mal. Ich update schnell noch den Stream. Schnell. Ja, so schnell wie es geht halt. Und es geht nicht sehr schnell. Ah, hier ist schick. Das ist doch zu laut, oder was? Nee, das sollte man. Update. Hat geklappt. Nice, okay. Jetzt können wir Scores anfangen. Users Bracket Soyboy. Gegen? Ich denke mal, Top C. Also hast kein Ergebnis. Doch, 2-0 für Soyboy. Achso, kennst du Top C gar nicht, oder was? Doch, 2-0 für Soyboy. Ach, du hast gewonnen, nice. Ja. Richtig nice, das ist ein Riesen-Upset. Er hat aber schief gespielt. Trotzdem. Ja. Er hat einen Stock mit Zelda gespielt, ich weiß nicht, was er. Er hat schief gespielt und ist trotzdem 8er Seed? Nein, andersrum. Ich hab gewonnen gegen die Speckrolle. Direkt darüber das Match. Ah ja. Das ist 2-0. Aber ich beschwere mich. Like das muss man auch dazu sagen. Ach Mensch. 2-0 für Jiggle, oder? Ja. Das ist schlimm hier. Wir hatten ja, glaube ich, letztens das Zero Suit Samus in Ultimate. Der hat überhaupt nicht Zero Suit Samus gespielt. Hier Jiggle spielt überhaupt nicht Jiggs. Kannst du mal kurz hoch von den Winners? Noch weiter. Ich glaube, kurz geht das leider nicht. 2-0 für Winners. Ah, Mensch.
Spieler. Müsste ja schon feststehen, welches Spiel eigentlich. Dennis gegen Third. Das ist interessant. Hoffentlich wird das ein Stream kommen. Ich muss ihn gerade aufstreamen. Oh nein! Deswegen, wen muss ich? Na gut, wir wollen ja auch keine zwei Matches mit Puff hintereinander im Stream zumuten. So, noch Ergebnisse? Okay. Keine Ergebnisse. Warte kurz. Keine Ergebnisse. Ich muss gegen Likey spielen. Nein, nicht nach da. Was macht Likey überhaupt den Users schon? Likey hat gegen Banane verloren. Oh, gemein. Wo ist denn hier? Ach, Karon und Fluxmob. Ah, ich muss gegen Fluxmob spielen, geil. Hey, nee, ich glaube, Fluxmob muss gegen... Ja, gegen Karon, aber der verliert und dann spielt ich glaube, der Verlierer davon spielt gegen... Ach so. Warte, gegen wen hat denn, gegen wen hat denn gegen wen hat Tafsi im Winners verloren? Auf Target, ach so. Auf Target. Nee, hier, Loser of Age muss gegen Pixelbruder. Ach ja, genau. Und ich muss dann gegen wieder von Fluxmob und Pixelbruder sucks. Laptop ist ein bisschen schnell, oder? Ja, es geht so schnell, dass es schon wieder rückwärts geht, so wie beim Autoreifen. genau. Oder beim... Schön gesagt. Oh nein, das ist falsch. Karin hat mich... Boah, ich hab dich ohne Bart gar nicht erkannt. Nein, okay. I gotta see... Wie gehe ich runter? Ziehen. Soll ich machen? Fuck no. Nee, passt schon, ich hab's schon. Yep. Ja, D-Rage erstmal drin machen. Das ist ein irgendwie ganz schön spannendes Bracket heute. Wir haben voll viele von den Top 20 da. Eigentlich nicht so viele von den Top 10. Oh, und Banane scheint ein Match gegen Rivka geholt zu haben. Und Rivka hat natürlich den Rivka Rage Grid gemacht. Berlin 13 Set. Genau. Allein alle Abonnenten, die wir haben, so alle zwei, die wahrscheinlich gerade nicht im Chat sind, bitte einmal Rivka Set spammen. Ah ne, Berlin 13 Cent, sorry. Können wir gleich. Wissen noch nicht, was da ist. Ist es groß geschrieben, Berlin 13 Cent? Ich weiß es gar nicht. Ich klicke einfach den Emote an. Du kannst auch hier auf Emotes gehen. Genau. Guck mal kurz, wird nicht klein geschrieben, aber auch nicht groß, es wird beides. Ja, es ist kein Best of 5, es ist nur Best of 3. Ich habe auch noch nie Rivka so assertiv gehört. Banane hat ja so ein etwas ungünstiges Matchup-Spread mit seinen Charakteren gegen Sheik, aber er sagte auch zuletzt zu mir, dass er sich an das Matchup gern mit Samus traut. Also und anscheinend steckt was hinter seinem Wörter. Oh, er hat meine Abi benutzt. Deine Abi? Ein Abi oder so. Field. Okay. Samus Shield Pressure mit den Jabs so stark, dass man nicht mal durch Shield droppen kann. Ja. Shouldn't be.
I don't know which one are we. I don't think we have winners semis yet. No. Winners quarters. Auf Target scheint Ambitionen gegen Karon zu haben, fragt nach dem Best of 5. Oh, und Rifkau macht endlich den Samus Edgeguard. Ja, was heißt endlich? Ich habe gar nicht hingeguckt vorher. Ah ja, der macht einen riesen Unterschied, der Edgeguard. Ohne den Edgeguard wäre das Matchup wahrscheinlich ziemlich nervig für Sheik. Weil die halt bis in die Ewigkeit gecrouch-cancelt hat. Da sieht man es. Das war jetzt ein Schild. Vielleicht auch, ich habe es nicht genau gesehen, aber selbst bei 130% kannst du immer noch den Crouch Cancel Down Smash raushauen. Oder überhaupt den Down Smash. Manchmal braucht man ja auch gar nicht Crouch Cancel, manchmal kann man einfach outspacen. Das ist ein sehr guter Ruf. Oh, nice Shot. Rifka mit dem charakteristischen Gewinn into Headshotting, Kopfschütteln. Letztlich sollte Rifka coachen und ihm sagen, er soll mit Zelda killen. Das ist wirklich ein valider Tipp. Ja, ich habe letztens mit fast so 60% Zelda gegen Baumwolle gewonnen. Kriegt man den Hit überhaupt? Ja, wenn man sich anstrengt. Irgendwann kommt er schon. Sheik abwehren, Herr Tessi. Sheik kann halt natürlich viel, viel besser Edgeguarden. Also bei hohen Prozenten einfach mal Zelda, ein bisschen Flitzgekreiner. Oh, Drifka sieht ganz schön frustriert aus. Oh, das war ein richtiger Nest. Wortwörtlich tortured by the situation. Ripka. Aber ich glaube, es ist lange nicht verloren. Ich habe auch nicht so. Ja, ich Gorn hat gar nicht geupdatet. Wenn ich ihn wiederfinde. Ist das der Score? Das ist der Score.
Du musst ja kein Spielchen in der Nähe. Ich weiß. Es gibt einen, der ist gar nicht so weit weg. Wenn du Richtung U-Bahn läufst, auf der Straße, wo wir sind, auf der linken Seite, ein Block später. Späte? Ja, das Handy geht was. Ja. Der Fanny, der ist doch auch nicht weit weg. Nee, ist gut. Ich habe ein Ergebnis für dich. Laufen zu spät. 2-0 gewonnen. Gegen Karos? Nee, nicht gegen Karos. Plus 8. Ja. Vielleicht plus 10. Nice. Gutes Smash. Diffi? Sieht so aus. Geht bei 150% noch nicht. In der Situation kann man wirklich selber nehmen. Oh, boah. Langsam aber sicher zurück. Was? Na, was geht? Ist das jetzt zugeschaut oder was? Ist was frei jetzt? Ja. So, ihr Lieben. Jetzt erzählt euch Papa Juggle von der Geschichte, wie er Last Dog, Last Hit gegen Likey gewonnen hat. Und dann trägt er es gleichzeitig ein. Das ist ein Wackel. Ja, das ist tatsächlich noch. Ich kann so eintragen, ich komme mit dieser mit der ThinkPad-Klitoris nicht zurecht. Da. 2-1. Nice. Ja, das ist das erste Mal, dass ich gegen einen zweibuchstabigen Loser von Geldjung oder Hof. Ich bin da angekommen, wo ich hin wollte, in so Community Bank. Oh, Scheiße. I guess I gotta play JoJo now. What's up, dude? Sheik. My bruise. Samus. Who's gonna win? It's your guys Juggle and the non-calendar using Brian. Yeah, I don't use that calendar, man. He who doesn't know about his appointments. Yeah. Did I skip something? Oh yeah, that was next week. No, you told me this morning you weren't coming for something. True, and then yeah. You messed up in a whole week. Yeah. Oh, buff target took one off you. Oh shit. Damn, dude. That's it. Look, Kevin played Karn real slow, real close. Like, Karn said it was last stock on the last game. That's nuts. So Karn plays Rivka or Banana. Were you playing Marth? Oh shit. All right. Pixel Buddha. That's a cool name. I'm so glad we have some new blood. Dude, yeah. It felt good. I had a match where I just tied for two rounds. Just tied? So nice. Oh. I mean, we did play, but honestly, yeah. Yeah, Pikachu so trying to have fun. Okay. All right. I need that more. Nobody comes up to me and on their way to the setup looks up for the Pikachu product and matchup. None of that shit. Ja, ich weiß schon. Könnt ihr schon am Stream spielen? Winner, D-Rage.
to come up. Alright. Jen. Saw you by a fix one. Oh, wait. Das hätte ich einfach beruhigen, ey. Mann. Oh, wacht hier. Komm zu. Du musst halt wieder grinden, oder? Ja, naja. Das hilft nicht. Ich bin aus dem Wurst. Das ist das Spiel, das sie spielen. Was? Die hier. Ach so. Oder wahrscheinlich Baumschnitt. Okay. Ja, er hat mal wieder Spiel, der ist. Das kann gar nicht sein. Außer das Spielen, ja. Aber auch du spielst mit der Frau. Ach so, ja. Er spielt wahrscheinlich auch mit Friendlies. Sollen nicht die lieber erstmal spielen? Ja, Geldjunge, willst du gegen Dennis und Stream spielen? Nee, dann mach. Nee, weil ihr müsst die jetzt warten. Aber wir sind ja schneller als ihr. Ja, lass uns beide, dann spielen wir beide, dann spielen wir. Weißt du schon? Nee. Ah, doch. Also, okay, das ist leider komplett unwinnable, ohne mindestens eine Stunde auf der. Ich habe Mai auch ewig nicht mehr hier gesehen. Wenn ich so drüber nachdenke, bei Ultimate auch nicht. Und Banane spielt seit einer Weile Samus, weil er eingesehen hat, wie behindert Marv ist. Ja, das ist sehr gut. Er hat mal wieder zwischendurch versucht, Marv zu spielen und dann sein Zitat, selbst mit Marv wurde er gemarft. Also war es ihm zu blöd. Berlin 13 Marv. Thank you.
Aha, okay. Off Target. Interessant. Hat gegen mich 2-0 gewonnen. Charon, ein Klassiker, muss man sagen. Ist natürlich nicht Banane. Overlay Action. Oh, also Top 8 ist best of 5, ne? Kannst du maximal runter gucken, ob Buff Target und ich schon Top 8 sind? Nee, ne? Erstmal nicht so aus, schwer zu sagen. Ne. Nee. Nee, sicherlich. Oder? Nee, nee. Sind ja allein. Abo ist ein Best of. Oh, oh mein Gott. Abo ist ein Best of 5. In Losers? Ich bin nicht der, der das entscheidet. Ach so. Warte, beziehungsweise das ist Losers Finals. Dann hier. Dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter, nee, also noch nicht. Ich meine, du kannst allein zählen, wie viele noch in Winners sind. Allein acht in Winners und noch acht nee, in Losers. Nee, ich glaube, wir spielen gerade um einen Platz in Top 8. Ja.
Das ist genau. 13 Spiele noch. Wir haben viele zu. 1, 2, 3, 4, haben wir? 6, 7, 8. Ein vielleicht? Ach so, 0. Nee, einer. Wo sieht man das? Steht ein Zuschauer. Oh ja, boah, ein Brot. Ja, der wird mal Spaß haben. Wie viele Leute waren da am Anfang? Keine Ahnung, es sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Leute sind ausgeschieden, was jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Leute sind ausgeschieden. Da waren ja ganz schön viele. Ja, also 11 ist noch. Das haben ja alle mitgemacht, außer jetzt. Ich hab noch nichts gesagt, actually. Doch, ich hab gesagt, ein Klassiker. Benno gegen Chawa. Arthur. Ja, aber klassisch halt auch. Easy win für Arthur. Oder was heißt easy? Ist noch drin? Was sagst du? Ist noch drin? Oh. Ja, schade. Beziehungsweise muss ich nachher freuen. Hallo, Wuchti. Ich habe auch gesagt, dass ich da lieber so auf die Seite.
Sowas von, die sind auch gleich fertig. Oh fuck. Guck es dir mal an, ihr Riff holt sich den noch. 2-2, oh krass. Riffka mit der Tough Seat Practice. Holy fuck. Hat Karin die ganze Zeit Marv gespielt? Ich denke ja. Jedenfalls beim ersten Match Marv spielen sehen und ich glaube, das wäre, dass er zwischendurch nicht wechseln würde. Richtig BM einfach doch Sheet wechseln gegen Riffka. Ja. Dann im Schenkel. Oh, der Middle Turnaround. Guard Tech. Let's go with the shit. Oh, das hat immer noch gekillt. Das war ja nicht mal Zipper, oder? Nee, oder? Nee, wir können mich nicht festlegen. Also ich hab den so nicht gehört. Oh! Oh. Tastiest! Das Schick ist so sexy. Oh mein Gott, das hat mir Riffka aus dem Die lässt sogar mich choken. Und ich spiel nicht mal mit. Follow-ups auf dem Marv. Ist das schon Top 8? Ja, müsste sein. Oh, er soll der 4 gemacht haben. Wollte Top 8 sein. Oh, krass. Let's go. Und da kommt ein Abflug von Marv, weil es ein fairer Charakter ist. Kann ja nicht der Stock sein. Nein, Riffka mit dem Panic Down Smash. Panic Down Smash ist gut zu sehen. You hate to see it. Oh, let's go. Und da der fast so hörenlose Downthrow wie bei Marv. Let's go, let's go. Warum guck mal, wie ich so. Echt mal, ich wäre so stolz. Wie spät ist es da jetzt? Ich glaube, 6 Stunden später? Ja, also vor der Tape-Beschwingung waren 7 Stunden. Ich weiß nicht, ob die auch Tape-Beschwingung hatten. Stimmt, keine Ahnung. Also 7 oder 6 Stunden. Es gibt ja heutzutage so. Ah, und es hätte. Das sollte nicht sein sollen. Ja,
ein Sympathie-Rifka-Set in dem Chat. Krasser Scheiße. Krasser Scheiße. Und, ja, aber welche schlecht gespielt ist. Ich gehe sonst immer. Irgendwie ein Spiel jetzt. Paule? Paule, willst du auch? Loser of hier oder hier. Ich muss doch auch checken. Okay, los, lass schnell an den Stream, bevor ich. Ah, vor Geldjunge. Geldjunge, geh mal weg. Wir haben nein, ich auch schon gewartet. Wir müssen Puff-Dedos am Stream spielen. Ja, apparently playing against you paid off. Oh, yeah? Yeah, almost. It took him to game 5 last time. Nice, oh, nice. But he also played pretty sloppily, like, he didn't convert, like, many of his juggles, like, just came down with a bear, just took it, didn't react. Yeah. Maybe I mixed him up well, but, yeah. Like, if he had been just a tad more effective on his punishes, then it would have, at best, been a 3-1. Yeah. But your DI is really good, man. Could have DI'd the second to last tipper where I couldn't be on my second to last stock. I could have DI'd that, but I just let the stick go and then, okay, let's just try to kill him. I also took him. I took him the last game, last stock. Maybe it's because he's sloppy today or because we got leveled up. Yeah, he's not playing today. Is that how you do it? Yeah. So it's you, Wolfus, and Banana still in the running. Damn it, they're there every time. That was too good. For the $2. Yeah, I've seen it loads. Yeah, third above me. Who's 8? 8 is sub-C. Oh, okay. Yeah, that makes sense. Similar. Yeah, let me just be. I got to see him lower next time. Can definitely. The last two series he got on legacy factor, basically, but. This is a lot of practice. Let's see. Sweet! I get to play one of them, so if I win that one, then I get the thing, right? Not guaranteed. The third consecutive. Yeah, you're right. Yeah. So it depends on how well I do against you. Oh, and then we have to play a tiebreaker again. Yeah, only if I'm on court. I almost see little to zero interest in playing Evo Open. So. Playing what? Playing Evo Opus. Oh my god, yeah. Guaranteed fun. Yeah. Well, I guess. Frog wins with Lido, I think, in recent times, and I'm better against Frog. Yeah. Like, I mostly win against Opus too, but I'm just more confident against Frog for some reason. Yeah. Against Opus is always a struggle. Okay, let's consider. We've got 23 participants, of which only 21 paid in. That's pretty good. Die Preise für die dann. Das ist.
Thank you.
Thank you.
Wie war der Score? Sam? Wo ist Sam denn auf einmal hin? So, wie war der Score? Wie war der Score? 2-0. Ach, 2 war's. Ja. Hier kann ich auch zu. Ich
oder noch Ergebnisse eintragen. Hast du gegen Third gewonnen? Nö. Damn. Weil ich zu viel Bock hatte, das Matchup auch zu experimentieren mit anderen Charakteren. Was hast du gespielt? Jetzt zweimal Puff, einmal Sheik und einmal Yagrik. Ich habe einmal mit Puff gewonnen und den Rest verloren. Okay. Schade. Hättest du eigentlich, wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn du ihn geschlagen hättest. Also ein bisschen bereue ich es schon, weil ich habe das mit den Punkten ganz vergessen. Ach so, dass mehr Matches mehr. Ja, aber. Hier gibt es halt diese komischen Circuit-Punkte, meine ich. Haben wir ein Circuit? Ja. Oder meinst du, dass dieses Glico-Ranking? Nee. Dieser. Nur für Top 20 oder so ist man dann gratis eigentlich recht viele Dinge. Stimmt. Wobei ich eh noch nicht weiß, wie ich da hingehe. Na klar, gehst du da hin. Wir haben endlich mal wieder ein großes Turnier, da muss doch jeder kommen, Mann. Wir müssen representen, Bruder. Eigentlich habe ich ja so gequittet, ne? Ja, aber. Es ist immer noch fucking NTSC. Niemand quittet wirklich. Guck mal, ich spiele auch NTSC. Für mich ist arguably beschissen. Nee. Für Pete ist schlimmer als für Puff. Nee. Auf jeden. Also Young Link. Ja, aber. Also, dein Puff ist schon viel sicker so. Nein, Alter, mein Puff ist scheiße. Aber du hast mit Puff das Game gegen Bird gezogen, ne? Ja. Würdest du sagen, deine größten Erfolge heute hast du mit Puff gefeiert? Na gut, ja. Okay. Auch nur, weil ich nur so ein Match Young Link gespielt habe, oder zwei. Und ich würde sagen, für Young Link muss ich mich halt einspielen. Ich würde sagen, du hast mit Puff gute Chancen. Na, würde ich eigentlich lieber. Ja. Ja. Hi. Du spielst ja hier. Das würde ich auch gerne. Nice. Also. Geil. Es wird trainiert hier. Das gefällt mir. Das ist der Spirit. Wir üben Melee. Jeden Donnerstag. Und jeden anderen Tag. Aber ja. Okay, ja, sag einfach etwas mal. Ich habe noch nie ein Set gegen Young Link verloren, also. Ja, aber du hast auch noch nie gegen. Jetzt kein Set gegen Young Link verliert, das würde nicht passieren. Du hast auch noch nie gegen einen guten Young Link gespielt, weil doch, Europa... ich habe mal gegen Däumling gespielt. Oh. Däumlings berühmter Pocket Young Link. Ja, und da habe ich ein Match verloren, glaube ich. Und hätte eigentlich noch. Nee, ich weiß gar nicht, ob man Best of 5 oder Best of 3 gespielt hat. Eigentlich hätte ich das Best of so und so verlieren sollen, aber er hat ein dummes Ding gemacht, also ist mein. Dein Score ist weiterhin Rekord geblieben. 2-0, okay. Jetzt will ich eigentlich Young Link trainieren, einfach damit du nicht so ein Arsch sein kannst und damit du endlich Bummelup spielst. So. Junge, ich werde niemals auf mein Young Link zu spielen. Ja, Young Link ist schon cool, es macht schon Spaß, ne? Ich wollte von Anfang an eigentlich Young Link spielen. Aber das Punish Game ist so scheiße. Weil er, keine Ahnung, er hat nicht so geile, die Hitboxen kommen und nicht so miteinander. Das finde ich so, das ist dann wieder frustrierend, weil ich denke mir, dann ist dein Gameplan eigentlich Run and Gun so und das finde ich eigentlich ein bisschen langweilig. Ja, so ist es halt das Blöde an Young Link, aber wenn man so spielen könnte wie X. Ja, aber X macht ja auch keine Kombos. Das Blöde ist, X hat auch noch nie was so groß, ja. Auch nur annähernd gewonnen mit Young Link. Ja, eh. Selbst wenn er es versucht hat. Und auch Niklas 5219 oder wie der heißt, der macht halt auch nur Wegrenner so. Das ist halt das Dumme, ne? Die meisten Young Links, die spielen nicht so wie X. Das ist voll die falsche Devise, finde ich. Ich finde Young Link gar nicht mehr so lang, also ich gucke die Sets von X und so total gerne. Ja, 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 also X ist sowieso Young Link ist halt mega flashy so, das ist halt voll cool, der hat so geiles Movement und alles so, aber du kannst nicht comboen und das ist total scheiße, das ist so frustrierend. Man kann schon kombon, aber man kann ja nicht killen und man hat keine Range. Okay, also ich möchte, dass ihr beide mir das Gegenteil beweist, keine Frage. Ich möchte, dass Young Link geil ist. Also ich bin. Ich habe kein Textskill. Ja. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich einfach keine wirklich Kill oder nicht spiele. Ja. Ich sterbe auch die ganze Zeit Kill. Na, also was halt immer geht, ist halt Tech Chase Down Smash. Das ist halt ganz gut, ne? Ja, nicht wirklich. Das funktioniert bei 100%. Nee. Also jedenfalls nicht von irgendeinem Throw oder so. Hm. Okay, ja, du hast keine Kill Confirms. Gut, das hat Peach auch nicht. Peach killt ja trotzdem Fools, weil sie hat ja starke Aerials.
Aber keine Kill Confirms. Keine Kill Confirms. Ich muss eigentlich mal wieder Yandex labben, hab ich schon ewig nicht mehr. Leute, ihr müsst labben und ihr müsst einen Tech-Skill trainieren. Ich hab erstmal Schild gelabbt. Das Ding ist, wenn du. Alter, ich muss mir bestimmt einmal in der Woche, wenn das nicht reicht. Trainier doch mit Dings, mit Uncle Punch. Marius hat mir das drauf gemacht. Das ist ja so heftig, Alter. Du kannst Kombos üben damit. Der Air-Dodge in dem ersten Frame, wo er Air-Dodgen kann, der Gegner. Du kannst einfach Kombos üben, so perfekte. Das ist mega geil. Angebrannt ist was anderes als 20x. Ja, ist was anderes. Da gibt es so richtig Trainingseinheiten, die du so machen kannst. Ist das mit dem Eier? Genau, Eier. Aber Eier ist halt schon ein Minigame. Aber es gibt halt noch so, du kannst zum Beispiel Overtake üben. Das habe ich schon gesagt. Also das hast du. Was ist die neueste Version davon? Weiß ich nicht. Ich habe halt 1,9. Ich habe auch diese Patreon-Version. Für? Weil die halt, also der Typ macht halt wirklich buchstäblich Gottes Arbeit. So, ne? Und das ist halt echt heftig, was der macht. Ich habe halt keine Ziele. Ah, das ist natürlich auch wieder scheiße. Steht immer noch Rivka gegen Karma. Ich hab doch einen relativ großen Zug. Müsstest du aber abholen. Ah. Okay. Nee, ich meine einen Röhrenfernseher. Ja, ich habe halt einen. Okay. Sieht man sogar die Karte. Also von dem her, wenn du dein Textbild halt kriegst, wenn du wirklich Movement drauf hast. Oh nein. Es ist auch gleich ein ganz anderes Gefühl, dann fühlst du dich halt nicht so oft verloren, sondern dann kriegst du mit Youngling kriegst du natürlich eher Trades oder kriegst du eher so Stray Hits, aber du kriegst wenigstens Hits. Das ist ja schon mal ein Schritt mehr. Mein Youngling ist schon mal besser als mein Paar. Ich bin jetzt im Moment in diesem Stadion, weil ich habe die Fettchen nie gefunden. Ja. Ich habe hier von der Woche schon gegeben, vielleicht muss man das lernen. Ja. Manchmal daran, dass du so dann so dumme Optionen machst oder sowas, weil die anderen Optionen einfach nicht available sind. Also musst du sie üben. Weil deswegen sehe ich jemanden, wenn ich jetzt anfange, Wave Dashen könnte. Könnte ich jetzt von der letzten Wave Dashen oder Wave Dashen kommt halt aber auch mit der Zeit. Und wie gesagt, also ne, wie schnell Zayn gut geworden ist, Zayn hat glaube ich 2014 angefangen. Der ist jetzt die Top 5 weltweit. Ich sag nur, der hat 2014 angefangen und der war das erste Mal richtig gut, glaube ich, 2014. Und da hat er angefangen auch gut zu sein, weißt du? Der hat einfach mega viel gegrindet so, hat dann irgendwann, als er gemerkt hat, dass er andere Ideen hat als die Spieler, die er guckt, hat er angefangen zu labben so. Und guck ihn dir an, er ist eine scheiß Legende. Und Young Link ist so underdeveloped, ihr müsst, ey, lab Young Link, der ist so underdeveloped. Das Schlimme ist ja, immer wenn ich Young Link, also Young Link hat richtig sick gesagt, ne? Und immer wenn ich Young Link so ein bisschen Trainingsmodus ausprobiere, entdecke ich irgendwas Neues und denke mir so, oh, das ist eigentlich voll sick. Ja. Gimmicks nur, aber sau sick. Ja. Dann denke ich mir so, irgendwie kann man das doch bestimmt in einem richtigen Match benutzen. Ne? Und dann gucke ich mir einen Bot von X an und merke, der macht das schon die ganze Zeit. Naja, ist doch geil. Eigentlich X, Young Link ist schon so voll top Tier. Aber sein Ultra mit Young Link ist da nicht gut. Young Link, ich meine, X spielt nicht campy genug. Alle anderen Spiele zu kennen, Ex könnte ein bisschen mehr kennen. Ich meine ganz viel, es hat auch dieses typische Gimmick. Die Recovery alleine schon, ist das sick, wie er so die Kette macht. Du kennst, was geht. Kevin ist teamsbestimmt mit Rift der letzte Tür, oder? Mit Sandburg. Ah, okay. Wo teamt ihr? Wo gibt's Teams? Ja, bei Dings. Ach, bei End of the Line. Ja. Ich habe noch keinen Teampartner. Ja. Ich probiere immer noch Jonas zu überzeugen, dass er kommt. Also ist John S. Nee, ich versuche John S. zu überzeugen, dass er kommt. Er nicht kommt. Der spielt nicht mehr, aber er hat Bock, hat er gesagt. Wie soll er kommen? Muss er kommen? Eben. Ist der Berliner? Nein, der wohnt in Hamm. Oder in Dortmund? Ich glaube, in Dortmund wohnt er inzwischen. Der kommt halt eigentlich aus der Nähe Mainz. Was ist denn Hamm? Hamm ist in NRW. Okay. John S. war halt früher mein Teampartner in der 2014, 2015, 16 Ära. Und wir waren halt richtig gut, Alter. Wir haben halt so, wir haben mehrere europäische Top 8 geschafft. Wir waren verrückt. Wir haben doch seit diesem TSU nicht mehr geteamt, oder? Ich, als wir Zelda Peach gespielt haben? Ja, Mann. Ja, Mann. Eigentlich müssen wir das nachholen. Ja, aber
Aber ich will nicht bei so einem großen Turnier. Abonnenten. Damn! Wir hatten mal viel mehr, weil Julian und ich haben, glaube ich, 20 verschenkt oder so zu Konzis Geburtstag, damit wir den zweiten Emotes noch für Konzis Gesicht haben. Haben wir einfach random Subs gegiftet. So. Ich hab's eigentlich auch mal wieder. Julian und ich haben random Subs gegiftet. Achso, ich hab verstanden, dass du gefragt hast. Wer? Willst du nicht bei einem großen Turnier? Oh! Wie kann das getroffen werden? Was ist passiert? Das war Bullshit. Das war wirklich Bullshit. Oh, zwei. Hat der einfach Downthrow an der Ledge gemacht? Und ja, Downthrow, Double Jump Rest, ja. Ich hab grad so eine Sacred Combo geschafft. Wirklich? Ich hab noch nie Sacred Combo gemacht. Disgusting. Bei Captain Falcon Dito auf Big Blue. Nein. Auf Big Blue? New City, das ist die geile. Big Blue ist schon zu spät für Clip, vielleicht geht's ja noch. Die mit dem Monster. Da kannst du auch unmögliche Sacred Combo machen. So. Vielleicht ist es drauf. Vielleicht ist es drauf. Ich glaube, Clip ist eine Minute oder so, ne? Also hoffentlich kommt die Combo im Slippy Combo. Irgendwas von mir in dem Slippy Combo. Von mir war gar nichts. Es war nur eine gegen mich. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob. Oh nein, er macht den Depp. Da kickst du mal. Da kickst du mal. Weißt du doch. Ich höre gerade einfach Rest gespammt ab. Ja. Oh. Das war so witzig. Und jetzt kommt. Das ist ja das Ding. Er kann das doch gegen Sheik auch machen. Ich frage mich, warum er es nicht öfter macht. Er hat gegen mich auch ein Game gezogen heute, weil er einen Rest halt gemacht hat. Also einfach in Read. So. Riff kann nicht irritieren lassen. Wow, da hasst jemand seine Pappspur. Einmal darf es funktionieren, ja. Aber ich würde ihm das auch sagen, wenn ich das jetzt probieren würde. Also, zweimal hat er es nicht verdient, so zu verlieren. Heißt er neuerdings vor? Rufus hat es so eingetragen. Rufus ist einfach ein riesen Arschloch. Junge, ich bin sensibel, okay? Okay, sorry. Ja. Wenn nee, Loser's Border. Wenn Curtis jetzt gewinnt, dann kriegt er seinen Tag wieder zu. Okay. Boah, aber nee, wenn er jetzt gewinnt, dann ist er überhaupt erst vor. Ja, er ist gerade Fifth. Das ist ja eigentlich voll wie ein Ding Rip, oder? Ja. Okay, warte, ich ändere es zu. Nee, man muss es immer ändern, je nachdem, welche Placement er letztes Mal hat. Das ist gemein, ich letzte Mal. Ja. Ah. Ja. War ja letztes Mal Vierter? Ey, gewinnt mal beide ein. Ich glaube, du hast Vierter oder Fünfter. Gewinnt mal beide, das ist meine Lieblingsansage. Es steht unentschieden, Spaß zu Spaß. Oh, Ash Gillen! Das ist ein Tweet von JJ Effert, ne? Nein, das sieht ja nicht der Spaß aus. I'm here to report my match. Did you have fun? Yes, then you're both winners. Sonntag ist mal schön, League of Legends gucken. Ist Sonntag Finale? Ja. Wer ist im Finale? G2. Oh, schon wieder? Gegen Invictus Gaming. Wir haben gegen SKT gewonnen. Nee. Nee, Invictus ist Taiwan? Nee, gegen JAPX China. Ultimate Event, da haben wir in so einer E-Sports Arena gezockt und danach lief irgendein League of Legends Ding und wir haben halt zugeguckt und ich hatte keine Ahnung, was los ist. Ich habe halt in der dritten Season, also die dritte Season habe ich gespielt. So. Und oh, das ist es. Ach. Ich bin froh für Riffka, aber ich bin traurig für. Boah. Ach, bei Update. Ja, ist auch ein großer grüner Knopf. Warum sehe ich den nicht? Nice. Okay, Riffka, wir tragen es ein. Nächstes Mal. Hier stand schon 2-0. Hier stand schon 2-0. Wer hat das gemacht? Oh. Irgendjemand war hier wie. Ach, du warst das vorher. Du wolltest es. Haben wir gar nichts eingetragen. Von der UI. Habt ihr die UI geupdatet? Ach, das geht? Ja, das sah aus wie. Also, ja, die UI haben wir geupdatet. Das könnte sein, dass er es davon übernommen hat. Nee, aber hätte es dann aber 2-2 stehen müssen. Weil ja noch der Score von Karon gegen dich war. Weil niemand außer mir updatet, ja? Das sagt noch einer, Puffmains tun nichts für die Szene. Hä, hey, Puffmains sind die Heels der Community. Das ist schon okay. Freu mich. Aber du hast dich gerade Puffmain genannt, das ist viel wichtiger. Oh! Pichumains sind auch ziemlich wichtig in der Community. Pichumains? Ja. Wer ist der Pichumain? Ich. Niemals. Okay. Müsst du mal einen guten Pichumain geben? Ich will wissen. Es gab mal einen, Timmy. Der Zwillingsbruder von Tommy. Ja. Ich kenne nur den Schweizer Timmy. Nee, das ist ein Österreicher. Das ist ein Zelda-Man, nein, der spielt Falco. Wer ist der Zelda-Man? Das war er doch.
Das war Teezy. Teezy Zelda hat das Größte vollbracht, was ich jemals im Melee gesehen habe. Er hat 14 Stocks in einem Crew-Match gezogen mit Zelda. Er hat was? Stimmt. 14 Stocks in Crews gezogen mit Zelda. Okay, lass uns Also auf Target gegen Banane und danach passiert gerade und der Gewinner muss gegen Geld, Junge, dann und streamen. Ich kann auch so lange gegen Arthur spielen. Das wäre ganz gut. Okay. Arthur? Der spukt. Arthur, du bist wahrscheinlich im Chat. Komm ran. Der ist immer im Chat. So, der junge Ulrich. Mal gucken, wie es um meinen Circle jetzt steht, wer das Geld kriegt. So. Und wer die Punkte kriegt. Also, Banane, Buff Target. Ach, cool. Muss Tiebreaker gegen dich spielen. Oder ihr könnt euch einigen, die Punkte zu spielen. Darf ich ja, ich bin so fertig. Ich muss ja auch zu spielen. Aber das Geld kriegt sowieso der andere, weil du ja schon das. Oh ja. Geht's jetzt nur um die Ehre. Weil es ist zu dem Record reinkommt, ist man mir sicher, es geht einfach darum, ob du der erste, zweite oder dritte oder dritte das Video ist. Mach einfach das Video und sag. So, es ist
Jung Ulrich. Banane, dann muss er gegen Geld jungen. Ja, weiß ich schon. Das heißt, Banane kriegt garantiert die 2 Euro raus, da besiegt jetzt noch Geld. Dann ging der Preis an, da bist du auf Tage und dein Gegner, den auf Tage und Office müssen das Dreck weggespielt. Oh. Oder sie sprinten auf 1 Euro jetzt. Jung Ulrich. Ist das nicht so Geld? Ja, er würde es nicht kriegen, aber wenn er jetzt hier noch weiterkommt, dann kommt das auch. Achso, schon ist jetzt da durchgelöst. Deswegen ist nur den Fall, was jetzt Geld Jung Ulrich mit dem Banger Tag. Oh. Erstes Zock holt sich Jung Ulrich. Schon ein knappes Game. Weil ich sie nicht kriegen kann, aber ich muss an die Punkte spielen. Ja. Okay. Wenn er gewinnt, kommt er ins Geld. Wenn nicht, kommt. Also nicht das Geld und sowieso andere Punkte. Und dann oh! Ja, also dann sind die anderen Realen, die sowieso nicht Punkte kriegen. Aber das Geld muss er machen. Alter, was war das? Hast du meinen Downfall oder weißt du geklickt? Ich hab gar nicht geklickt. Nein. Ja, ich war nicht da. Also, achso. Ein Clip gibt es. Hast du den gesehen? Nee. Ich hab. Achso, das war gerade. Könnte bei deinem Zimmer. Ja. Ofis hat was geklickt. Könnte sein. Gegen ihn habe ich aber gespielt. Ja, er hat gerade gespielt. Also, gut gemacht. Wo Jan zu ihm gespielt hat. Ah, bis schon. Alter, das ist ja knapp. Weil es war. Mein Tournament Stock. Ich hatte über 100% gegen Rüffner. Er hatte nur 20 oder so. Dann grab ich ihn an der Lash. Ich mach Downthrow. Die Eid komme, ich spring hoch und resty. Also hoffentlich. Ich mich da mit dem Game viel. Hoffentlich war meine Sacred Combo über 50% Kill. Weil dann kommt es auch ins nächste Spiel. Muss der dafür true sein? Ja. Das muss eigentlich nur 50%, also kann ja auch Reed so halt dann dabei. Wie lange darf er Pause sein zwischendurch? Muss er da true sein oder? Nicht schon oder direkt. Sekunden da auf dem Tisch und ist das eine Banane von denen? Das ist Turnier. Okay, da liegen irgendwie 20 Euro. Ja, ja. Das ist der für den ersten Platz. Nee, das ist natürlich okay. Alles für dich. Ah. Für den, was bin ich? Für den Effi. Für den zickesten Barren. Gegen Waffchal. Ja, ja. Ja, bist du noch drin? Das sind die Plätze. Was geht bei dir? Ich bin aus Kühl, das ist kann man machen. Also du heißt nächste Woche 5. Ich hab einen gegengelegt. Ja, dein Name soll immer, der Name sein, den du zuletzt platzierst. Dauert ja ganz aus. Ja, ein bisschen jede Woche ändern. Obwohl man alle halbes Jahr ändern kann. Neuen Account, ja, immer einen neuen Account. Ich hab ganz viele Accounts. Alle heißen anders. Ich muss eigentlich neue Accounts machen, ich muss nur 1 bis 16 heißen. Obwohl bei End of the Line wird das schon klappen. Das seht ihr nicht. Das ist ja nur jede Woche. Alter. Und kickst du mal wahrscheinlich auch. Kickst du was überhaupt? Oh, mit Dancing Blade. Oh Gott. Banger. Wie geil. Es ist einer von dem internationalen Banger-Komitee. Es ist ein absoluter Banger, der da spielt. Warum trägt der weiß? Trägt der nicht grün? Blau. Ist der genug? Oh shit. Da. Arthur, Team Jasmin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Und das auf Dream. Down Smash Chipper, Alter, aus dem Lauf raus. Krass. Oh, ja. Mach ich auch mal. Nicht.
Puff so lange mit ihm. Achso, ja, stimmt, das ist ja wunderschön. Oh! See there, what the fuck? Oh mein Gott, das schickt er einfach hin und her. Der bewegt sich gerade so, als ob er Fahrrad fährt. So fährt bestimmt auch Arthur Fahrrad. Immer hin und her, oh no, egal in welches. Oh! Oh! Let's go! Oh! Oh mein Gott! What the fuck? Digga, zieh nochmal ab, what the fuck? Clip! Let's fucking go! Oh mein Gott! Somebody clip that, please! Alter, diese Reaktion! What the fuck? Fuck yeah! Kann man so gut mit Smart Appeal umgehen, Alter. Aber die... Und die Hitboxen von Peach's Ding. Aber das war auch sick von Venice, die er reagiert hat. Oh! Oh. Genau in die Tipper Range gesprungen. 2-0. Da hat er gefickt, was er braucht. Oh, Alter. Wo spielt Young Link? Ja, okay. Da spielt noch jemand da. Einer von Julius Freunden. Ja! Ja! Naja, die waren, glaube ich, beim Discord. Waren das eine von denen? Waren das eine von denen, die bei Discord waren? Oh! Das war krass knapp. Und Zero to Death. Marth ist so eine Tech Chase. Marth ist generell noch super. Marth macht's mit jedem. Marth macht mit jedem. Abwehr, Peter, Commander. Zero Commitment, aber Full Range Abwehr. Martha ist so wechselnd. Ich muss aber jetzt nie im Mars bekommen. Automatisch, das ist ein Matsch. Mit Slippy verknüpfen. Ja, ich komm, ist ja krass. Immer automatisch. Was muss ich machen? Oh, down air! Er wollte. Dieses Programm kann man ja eigentlich auch mit Slippy. Er muss den gar nicht treffen, die Angst hat die runterkriegen. Den Scoreboard kann man ja eigentlich auch mit Slippy Kopf verbinden. Dass der automatisch Charaktere und so. Nice. Und Game. Oh mein Gott! Oh! Ah. Er lässt ihm gar keinen Raum zum Atmen. Er hat erst 40 Fuß hängen. Beach, da wird das Problem halt. Oh, easy. Und nochmal gebühren. Oh. Junge, er spielt mit den Turnips und nimmt die Tipper weg, er schubst ihn aufs Screen. So. Da kommt die Stitch raus. Jetzt gibt's auch die Fresse. Nee. Und er wirft ihn in den Müll. Ehrenmann. Ja, ist so. Er wünscht durch RNG gewinnen. Er ist kein Hero Main. Kein RNG Hero. Obwohl, er hat RNG im Namen. Hero ist noch nicht mal. Das ist Energy. Nicht RNG. NGR. Energy. Oh! Crouch Catch and Down Smash. Sehr innovativ. Zum Glück hat er Kopfhörer. Oh. Zwei Zuschauer und keine Schreibzeit. Der ist ein Big Star. Set. Oh, Arthur ist da. Oh mein Gott, der ist im Chat. Wie funktioniert das? Im Chat und gleichzeitig on Stream zu spielen. Oh, Mr. Saturn. What the fuck? Achso, er geht Junge gegen Banane. Und zwei, das. Oh, Banane. Zwei Banane ist Counterpick. Gut, dass einer der zwei Zuschauer, die da zugucken, der uns Stream spielt. Der passt bestimmt auf und ist hier. Der wird bestimmt sehr viel klippen. Oh mein Gott. Stop. I only have so many players of fresh underpants. Oh! Der sweetest of sweet spots. So Not hätte er auch den Turn-Up treffen können. Ja, stimmt, das kann er. Das ist ja kein Problem anscheinend für ihn.
übernehmen Clips, sie checkt unsere Clips aus, teilt sie auf Facebook und Instagram und Reddit und MySpace. Und geht auf YouTube. YouTube, Abo, Däumchen, Glocke und ihr seid eine coole Socke. Oh mein Gott. Oh. Dann folgt uns auf Instagram, haben wir nicht. Snapchat. Ja, haben wir überhaupt was? Folgt mir auf Snapchat. Aber ich sag euch ja meinen Namen nicht. Folgt Jan mag dich nicht auf Twitter. Ja, let's go. At Jan mag dich nicht. Die geilsten Retweets habe ich Putin selber. Ja. Dieses Windows Files geht langsam. Neigt sich am Ende zu. Außer Jan. Oh, dreht das nochmal auf. Oh mein Gott. Schade, schade, fast. Oh, wow, holy shit. Er sliced ihn vorbei. Der wollte jeden Move mal einmal dazu. Und er ist tot. Bobby Scout. Just say yeah, man. Arthur, gut, dass einer der zwei Zuschauer gerade auf dem Stream gespielt hat. Doch, du bist drin im Chat. Oh, drei Zuschauer. Hauptsache, das wird ein bisschen klippen. Die beiden Töne. Gucke, du bist im Chat. Während du spielst. Als ich ausgeschrieben wurde, ist es so wichsen. Oh Gott. Berlin bleibt hart. Guck mal, den, guck mal den geilen, ich gucke jetzt weiter an. Thank you.
Weltjunge. Ich würde fast sagen, der Klassiker. Der Klassiker nach ihr beiden. Ich glaube, wir drei, eine Kombination von zwei ist der Klassiker. Und dann gewinnt irgendjemand anderes das Turnier. So ist es. Da kommt ein Amerikaner. So typisch europäisches großes Turnier. Ein Amerikaner in die Top 100 und so. Hallo, zwei Zuschauer. 1-0, hallo. Das Bild wackelt, what the fuck? Ja, das liegt an. Ich hab nur zwei Bier getrunken und das Bild wackelt. Ich
Gebaut hat, seufzt und fällt runter mit einer Fähre. Und das ist wieder übel. Kein Backroll. Oh, schöner Read. Richtig schöne Pressure oh, von beiden Seiten. Oh, nice. Schau.
Nochmal. Oh, jetzt war es wieder. Da will der junge Style. Der ist ja dafür bekannt. Ja, der macht Style, denke ich, fast immer gut. Vor allem bei Last Dogs. Rückwärts schüttelt den Kopf, dafür ist er bekannt. Oh mein Gott, das war das. Nevermind. Keine Seite von Benno. Macht nicht den Hofes. Da muss er nämlich noch einen Charakter aufführen. Das wird ja genug. Was war bei dem Dönerladen an der Uni? Liegt der direkt an der Ernst-Reuter Platz, sondern der dahinter? Der heute an der Tankstelle. Dahinter gibt es einen Dönerladen. Okay, was ist das? Bei der Tankstelle, oder? Ja, auf der anderen Seite. Oder? Ah, okay, ja. Nee, kann ich. Das ist so ein Chicken-Dönerladen. Ja? Chicken ist gut. Ja, das ist ein Döner-Sandwich. Nehme ich, weil ab vier haben ja alle Mensas zu. Das ist so bitter. Eine Abendmensa. Ich würde dafür nicht töten. Ja, genau. Ja, voll. Du brauchst halt die Arbeiter. Oh, Walter. No. Rock sieht so einfach aus, wenn er spielt. Der Junge ist richtig schreck. Ich habe vorhin gegen den Fendis gespielt, der ist schon. Ja, ich auch. Ist schon gezeigt. Ist halt generell einfach ziemlich schnell. Ja. Optimiert eigentlich nur die Geschwindigkeit. Nein. Ja, er baitet auch ganz gerne. Also, ich finde nicht immer, dass so swaggige Spieler, also um swaggy zu sein, wenn man wirklich swaggy ist und nicht nur fake swag, dann wird man automatisch kreativ und probiert verschiedene Options. Und man merkt einfach, dass er sich wohlfühlt in seinem Movement. Und er spielt halt richtig rum. Ich finde halt schade, manchmal spielt er zu viel mit seinem Essen. Ja. Ich finde halt schade, dass ich nicht so oft seinen Falco sehe. Also, ja. Er hat richtig Spaß, also wir haben vorhin Fox Tetris gespielt. Ja, Fox ist mobiler als Falco. Also als Falco spielt man mehr einen kontrollierenden Style. Als Fox kann man einfach, du bist frei, die ganze Map zu erforschen im Grunde. Du kannst von überall recovern, erstmal, wenn man dich nicht gut entscheidet. 51er Mike! Ja. Lucky! 51! Ja, ist auch eine Zahl. Keine Ahnung. Egal. Das ist 51 und eine Zahl. So. 51 aus Reinigendorf. 51 ist was? Aus Reinigendorf. Playboy 51. Es ist ja Dorty, was 51. Ach so. Tut mir leid, dass ich das nicht gewusst habe. Zahlen sind was wir wollen. Außer die Ohren zu kriegen. Also, hier als A. Ja, das ist so was anderes als eine Zahlerwelt. Oder eins als Fachmann. Nee, das ist auch gar nicht. Auch bei Accents oder so. Das solltest du noch extra machen. Das heißt, ich bin ein Dieter. Dann aber mit richtigen. Oh! Oh mein Gott, Spaghetti. Benno Tournament Stock. Ja, stimmt. Dreamland kann erstmal alles passieren. Die Prozente summieren sich bei Geld, Junge. Oh, das könnte es gewesen sein. Ja, das muss es sein, das muss es sein. Ja. Benno rollt die Augen. Nicht unbedingt zufrieden. Beide rollen die Augen. Ja, jetzt lachen sie beide. Schön, wie dieses Spiel Menschen zusammenbringt. Yoshis. Yoshis Game 5 ist ziemlich hype. Ja, auf Yoshis fühlt sich Fox erstmal ziemlich wohl.
Konsti im Hintergrund. Er nicht. Oh mein Gott. What the fuck ist los mit dem? Okay. 2-2. Benno lässt sich nicht entmutigen. 2-2. Ja. Jesus Maria. Ja, es ist Yoshis. Der Mann ist Locho. Oh mein Gott, er sucht sich aus, was er macht. Es ist ihm einfach. Schaut nicht so aus. Benno denkt sich, alles läuft gerade schief. Oh mein Gott! Aber Geldjunge ist auch einfach ein bisschen zickig. Geldjunge, wenn er. Wenn Geldjunge richtig zick spielt, sieht aus, als ob er so richtig. Keinen Bock hat zu gewinnen. Nee, dass er einfach so richtig den tilten möchte. Ja, das sowieso. Er möchte einfach echt so lang wie möglich mit seinem Essen spielen. Wer von uns kennt das nicht? Ganz ehrlich. Ich hab den schnell in meinen verbaut. Das ist unique. Mega useless. Ja, aber um Controller zu machen. Man weiß, dass das sein Controller ist. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Doch nicht useless. Das heißt. Oh, 69% win. Ja. So, jetzt kommt Geldjunge gegen junger Ulrich. Vom internationalen Banger-Komitee. Ja, ist noch nicht Grand Finals, Leute. Was ist los? Wollt ihr nicht im Grand? Jungs, Dennis. Habt ihr beide gegen Arthur verloren? Nee, er hat die mich verloren. Also, Revanche. Für einen Crystal White. Das ist doch betrunken. Oh mein Gott, was war das? Clip den Scheiß, Alter. Alter, clip den Scheiß hier. Dafür lebst du. Ja! Du brauchst ja noch nicht vorbei. Und Lukas, das ist nicht mehr vorbei. Ich hab keinen Bock auf Willi, aber clip den Scheiß. Clip den Scheiß. Dafür bin ich hier. Ich bin dafür, dass jeder so ein Tablet bekommt bei End of the Line beim Streamer Setup und dann extra klippen kann. Das ist ja geil. Das ist aber sehr viele Clips. Ich hab schon so zu Hause noch. Was? Warum denn? Oh mein Gott! Ich verstehe schon, ja.
Oh, der lebt noch. Was zur Hölle? Das ist Game One. Oh mein Gott, der lebt. Und das ist Game One für den Geldjungen. Abend, alles gut. Ist es Losers? Losers Final. Ui. Oh mein Gott, 52%. Das ist so dumm. Down Smash ist so Move. Dumm. Bester Move. Fast so dumm wie Stitch treffen. Noch viel besserer Move. Oh, Running Up Smash. Wie viele Leute sind denn hier? Geldjunge und Elite. Arthur ist wahrscheinlich nicht im Chat. Nee. Oh mein Gott, Sharon. Ist ja richtig voll heute hier. Ja, sehr viele Bots da. Ey, Bots sind auch nur Menschen. Wurden auch nur von Menschen programmiert, also. Ja, genau. Ich hab grad nicht gesehen. Oh mein Gott. Arthur steht 2-0 oder 1-1? Was ist denn gerade? Oh mein Gott! Krass, wir können entscheiden. Das kann der Tod sein und das ist das. Das was. Oh! Alter.
Alter, Fox Running Up Smash ist so gut. Oh, oh mein Gott! Alter, was ist das? Alter, was ist denn das? Geldjunge ist on fire. Und das ist das 3 zu 0. Für Geldjunge. So, mach kurze Werbepause. Bis gleich. Alter, was war denn? Finals? Ja. Was? Banane, Jolade.
So, 1-0. Oh, die Cutter-Switch von Gelten. Oh. Was egal, er war jetzt vor drei Tagen bei mir zu trainieren. Ich sag ja noch. Aber er wohnt auch einen Spaß bei. Ist nur fair. Thank you.
What the fuck? Oh mein Gott, das ist der falsche Bracket. Das ist der wrong Bracket. Yeah.